So, jetzt bin ich durch den Sicherheitsbereich durch. Ging recht flott dann, musste nicht viel machen, Gürtel abnehmen und dann war es das in dem Fall auch schon. Und jetzt weiß ich noch nicht, an welchem Ort ich eingeschifft werde. Also jedenfalls im Bereich B. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da oben. Genau, da. Es gibt A, B und C und ja, also wohl dann, jedenfalls mein Flug zumindest, scheint wohl auf B zu sein. Und dann werde ich mich schon mal in dem Bereich irgendwo hinsetzen und mal warten, bis dann erscheint, wann ich denn oder wo genauer richtig dann weiterhin muss im B-Bereich. Auf der Bordkarte steht es jedenfalls in meinem Fall noch nicht drauf. Ich glaube, manchmal steht das auf Bordkarten mit drauf, aber naja, soweit im Voraus offenbar nicht immer. Und ganz fürchterlich, hier gibt es irgendwie so eine komische ovale Einkaufszone und da wird man immer mit irgendwelchen Pfeilen drumherum geführt, bis man entweder hungrig geworden ist oder irgendwo den Ausweg aus diesem gordischen Kreisverkehr gefunden hat. Ich versuch's nochmal. Halbe Runde habe ich jetzt, glaube ich, schon gedreht. Nicht, dass es unmöglich ist, sowas zu machen, sonst wird es ja keiner machen, aber es nervt einfach ein bisschen, dass das nicht einfacher ist. Im Prinzip sollte jeder, auch der es noch nie gemacht hat, das im ersten Anlauf schaffen können, finde ich. Okay. Also, sieht jetzt eigentlich ganz klar aus. W nach rechts. Mal schauen, ob das so stimmt. Ja, sieht aber gut aus. Ah, Toiletten auch immer im Blick. Ja auch. Aviso de cambio de puerta. El vuelo Vueling Airlines 398 con destino Palma de Mallorca. Efectuará su embarque por la puerta B48. Vueling Airlines 5398 to Palma de Mallorca. Will now be boarding through gate B48. Ich schalte mal um auf die vordere Kamera. Wenn ich wüsste, wo man umschaltet. Weil anscheinend kann man nicht während des Fluges umschalten. Also sprich, wenn die Kamera nach vorne, zumindest bei meinem Handy, eingeschaltet ist. Also werde ich mal kurz Stopp machen und dann wieder auf Aufnahme drücken.